Freunde, was geht? Sky S am Start, Freunde. Willkommen zur nächsten und 104. Folge FIFA Mobile 21, Freunde. Dieses Video wird zu wild. Ich sag's euch so, wie es ist, Freunde. Aber dazu gleich, Leute. Ich würde sagen, als allererstes, die Grüßlinge sind am Start. Nämlich der erste, Freunde, ist der Andy07 FIFA Mobile. Er hat geschrieben, kannst du mich grüßen? Wurde noch nie gegrüßt. Sei grüßt zu mir, Andy07. Ich habe ja gestern gesagt, ich grüße heute drei, weil ich ja gestern keinen gegrüßt habe. Deswegen gibt es hier heute 30 an der Zahl, Leute. Freunde. So, der zweite Freund ist der Julian DHL. Er schreibt, bist der Beste, kannst du mich grüßen. Sehr grüßt Julian. Und der letzte Freund ist der Dennis187. Er schreibt, hey Sky, kannst du mich grüßen, wäre Ehre von dir. Genau, Dennis187, sei herzliche Grüße mir. Gut, ich würde sagen, ich gehe als allererstes ins Team. Leute, wir müssen eine Sache noch vorher erledigen, Freunde. Wir müssen eine Sache noch vorher erledigen. Das hatte ich sogar vergessen, ne? Wir gucken uns das Video jetzt an hier. Eben in der Länge von 26 Sekunden. 23, 22, 21. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich Vortestpunkte brauche, Freunde, um eine Sache abzugraden quasi. Aber Leute, werdet ihr gleich sehen nach den 10 Sekunden. was ist das für eine Werbung denn hier? Ach, das ist glaube ich hier Need for Speed, ne? Das ist Need for Speed. No Limits. Genau, Download for free. In dem Sinne brauche ich das auf jeden Fall nicht zu downloaden. Denn ich brauche, wie gesagt, hier die Vortestpunkte, die 5 Stück. Denn wir haben jetzt 503 Vortagspunkte, Freunde. Leute, ich habe mir wirklich zwei Spieler gegönnt. Zum einen Thomas Müller. Ja, ich habe ihn mir geholt für 11 Millionen Coins, Freunde. Habe ich ihn mir geholt. Vor allem, ich habe auch meine Startaufstellung umgeändert in 4-3-3, Leute. Ich hatte ja vorher eine 4-2-4 gehabt. Und jetzt eine 4-3-3 mit Thomas Müller. Und der zweite neue Spieler, auch Karnevalsspieler, ist Sanchez, der Kolumbianer, im Diensten von Tottenham. Das ist auf jeden Fall jetzt mein Team. Meine sehr, sehr große Veränderung, ne? Eine sehr, sehr große Veränderung, Freunde. Geilo Matico, Freunde. Wie gesagt, Thomas Müller, ich werde gleich noch die Skillboost verändern oder upgraden quasi von Thomas Müller. Ich hatte ja gestern gesagt, ich habe Wehkost. Aber es ist deutlich sinnvoller, mir zwei neue Spiele zu holen, zumal ja auch die Zeit von Emre Can vorbei ist. Ich habe ihn verkauft für 2,6 Millionen Coins und ich habe Gabriel Jesus verkauft für 12 Millionen Coins und habe mir dann halt, wie gesagt, Müller für 11 Millionen Coins gekauft und Sanchez für, glaube ich, 7,8 Millionen Coins. Ich glaube, so war das, Freunde. So, als allererstes werden wir die Ränge transferieren. Genau, ich habe wie gesagt hier von Emre Can zu Schures die Ränge transferiert und jetzt von Schures zu Sanchez. So, das ergibt auf jeden Fall jetzt wieder schöne drei Ränge. Und dasselbe machen wir jetzt mit Thomas Müller. Leute, einfach geil, dass ich Thomas Müller 98 Plus Spieler habe. Weil, Leute, ganz einfach aus dem Grund, er ist mein Lieblingsspieler. Leute, er ist mein Lieblingsspieler, wirklich gefolgt von, muss ich sagen, Angelino und Sabitzer, Leute. Ich finde, Angelino hat sich zu einer meiner Top-Spieler entwickelt, Leute. Vor allem auch bei RB Leipzig. Leute, der ist Abwehrspieler und der ackert und ackert und ackert. Das ist einfach unnormal, Leute. Angelino, geiler Spieler, mit eins der besten Spieler der Bundesliga. Einfach Real Talk, Freunde. So, Rangtransfer von Negredo auf Thomas Müller. Müssten wir, glaube ich, noch über 2 Millionen Coins haben. Genau, 2.068.000. So, Thomas Müller auf Rang Nummer 4 abgegradet. Und jetzt haben wir eine 121. Das ist wahrscheinlich wegen des Skillboosts, ne? Genau, das ist wegen des Skillboosts. Wir haben sogar noch einen Skillboost freigeschaltet. Ach, stimmt, Sanchez hatte auch noch einen Skillboost, Leute. Ich würde aber sagen, als allererstes, graden wir uns so lange hoch, bis wir die 122 erreicht haben quasi, würde ich sagen. An Skillboost her. Machen wir als allererstes hier mit Sanchez weiter. So, Skillboost, wir können sogar noch eins machen, Leute. Wir können sogar noch eins machen. Wir machen das nochmal mit Thomas Müller. Ne, Quatsch.
Thomas Müller ist die Rang Nummer 2, Dribbling. Thomas Müller hat Skillboost Dribbling? Okay. Okay, Freunde. Haben wir jetzt die 122 erreicht? Haben wir. Gut. Deswegen würde ich sagen, machen wir als nächstes weiter mit den Rängen, Leute. Mit den Rängen. Ich würde sagen, bei Rang Nummer 3 machen wir das Ganze hier. Buffon, ja, komm, weg damit. Ich brauche ihn eh nicht mehr. Buffon, von daher, weg damit. Oliver Baumann auf Rang Nummer 4 upgraded. So, der nächste wird sein, Sanchez, weil er hat auch 3. Ich werde erstmal alle hochgraden, die 3 haben. Leute, die 3 haben. Rangaufstieg Nummer 3, machen wir ihn hier rein. Schuh. Nee, Quatsch, ich brauche den noch, Leute. Ich brauche noch Schuss. Wegen Rullet. Wegen Rullet-Event, Freunde. Brauche ich den. So, Sanchez auf Rang Nummer 4 upgraded. Machen wir das Ganze nochmal mit Basti. Nee, nicht mit Basti. Mit Bailey. Er hat auch doch 3 Ränge. Rang Nummer 3 machen wir einen Stufenaufstieg auf Rang Nummer 4. Nämlich mit Henry. Henry. So, Batzunge. 100.000 Coins am Start hier für Bailey Nummer 4. Rangaufstieg. Wir brauchen noch unglaubliche 2 Stück. Okay, haben wir noch einen mit 3? Jawohl, wir haben noch hier Marquinhos mit 3 Rängen. Würde ich sagen, nehmen wir ihn hier, den Rodriguez. Genau. Das war, glaube ich, Rames Rodriguez, ne? Ne, war nicht Rames Rodriguez. So, Rang Nummer 4, Marquinhos. Mein Community-Totti-Spieler, der absolut geil ist, Freunde. Retalk ist absolut geil. So, ich würde sagen, bei Rang Nummer 4 machen wir das Ganze doch mal gleich bei Thomas Müller hier. Bei meinem Lieblingsspieler, Thomas Müller. Ganz einfach aus dem Grund, weil er geil ist. So, machen wir rein Negredo. Ja, komm. Negredo machen wir rein. Oder, Negredo. Genau, haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal die 123. 123 ist am Start, Freunde. Ist am Start. So, ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit Vorteilen. Denn wir machen jetzt nochmal den Deckel drauf und holen uns das hier für 500 Vorteilspunkte. Und wir haben jetzt die 124er jetzt am Start, Freunde. Wie geil ist das denn, Freunde? Es geht ab, Freunde. Es geht ab. No. So, wir machen weiter mit den Skillboost, Freunden. Mit den Skillboost. Als allererstes würde ich sagen, Müller, Leute. Müller auf Rang Nummer 6. Dann machen wir, bis auf Rang Nummer 7. Dann machen wir weiter mit Sanchez. Level auf Dick 25.000 Coins. Auf Level Nummer 5, das Ganze nochmal. An Coins sollte es eigentlich nicht scheitern, denke ich mal. Also hoffe ich mal. Genau, das Ganze nochmal hier. Levelaufstieg 100.000 Coins. So, Batzunge. Ja, noch einmal. Das war's, glaube ich, sogar schon. Leute, das war's sogar schon mit Thomas Müller. Okay, Freunde. So, wir haben noch die 124 am Start. So, wir machen aber weiter. Leute, wir machen weiter, würde ich sagen, mit Oliver Baumann. 400.000 Coins, ne? Alter Falter. Und wir haben, glaube ich, immer noch die 124. Leute, letzter Versuch, doch noch auf die 125 zu kommen. Mit Sanchez, Leute. Mit Sanchez auf Skillboost Level Nummer 110. Und wir haben noch die 124. Aber ihr seht ja, Freunde, ihr habt ja gerade gesehen, es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange, bis wir die 125er geknackt haben, Freunde. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, 9 Minuten, danke fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder alterfrischer. Mal gucken, was morgen kommt. Montag vielleicht Tipps zu werden, Dienstag mal schauen, Freunde. Vor allem, ich habe Müller und Sanchez, Karnevalspieler, und das, obwohl ich noch fast gar nicht reingespielt habe oder gespielt habe in Karneval. Schafft das erstmal. Gut, also wie gesagt, mein neues Team, Billy, Ronaldo, Chisa, Schweinsteiger, Müller, Beckham, Davies, Marquinhos, Sanchez, Alexander Arnold und Oliver Baumann. Ich würde sagen, jetzt morgen wieder alte Frische. Möge die Macht mit euch sein, Skywalker.